Wunderschönen guten Tag erstmal zusammen. Ich stelle heute meine Solaranlage vor, komme auch direkt zur Sache. Ich habe momentan zwei Paneelen, die mal 180 Watt gebracht haben pro Paneele, aber schon 10 Jahre alt sind und durchgemessen schaffen die aber noch immerhin ihre 120 Watt. Zwei habe ich angeschlossen, drei möchte ich noch anschließen und der Rest, der liegt ja noch. Ja, mal schauen, wo ich den verwende, ob ich den noch verwende. Zusammen habe ich da erst eine Reihenschaltung gemacht, hat aber nicht so ganz geklappt und die Parallelschaltung bringt tatsächlich ein paar Watt mehr. Das Kabel ganz einfach erstmal verlegt, sehr provisorisch alles und dann geht das im Grunde auch schon einfach hoch. Hier ein paar Daten zu den ursprünglichen Paneelen, wie viel Leistung die hatten. Leider hat das aber nicht ganz so gefluppt, also ist ein bisschen Verlust. Deswegen habe ich jede einzelne Paneele nochmal durchgemessen. Das habe ich auch bereits schon im Discord-Chat ja mal preisgegeben. Aber hier kann man nochmal, wenn man auf Stopp kurz drückt, schauen, wie die Werte eigentlich wirklich waren. Gut, das Kabel, was ich eben gezeigt habe, was nach oben geht, das kommt dann quasi erstmal ganz provisorisch durch mein Zimmerfenster rein und landet damit quasi auch schon in der Anlage. Hier daher nochmal die ganzen Einzelheiten. Das ist natürlich viel zu viel Kladderadatsch, deswegen in Einzelnen nochmal. Ich habe also meine Batteriepack, die ich in einer Wanne habe. Da stehen jeweils zwei Batterien drin, die jeweils 12 Volt und 35 Amperestunden haben. In einer Parallelschaltung, natürlich von einem säurebeständigen Behälter. Also macht das insgesamt quasi zusammen 12 Volt und 70 Amperestunden. Und jetzt das Ganze nochmal mit einem ganzen Kabelgedöns daran. Also ich habe erstmal, damit man es weiß, Wert auf Sicherheit gelegt, deswegen etwas überdimensioniert. Hier zum Beispiel Schutzkappen, das war mir ganz wichtig, damit man hier nicht verpolen kann oder sonst was. Und jeweils dort, wo quasi die ganzen Drähte zusammenlaufen, auch nochmal ein Schutz drum, damit sich da im Grunde nicht viel passieren kann. Innen drin habe ich das quasi mit einer Schraube befestigt, immer im Wechsel, wie mir das sinnvoll vorkam. So können die Ströme jeweils in beiden Richtungen relativ einfach fließen und trotzdem kriegt alles genügend ab, sozusagen. Die Drähte habe ich hier speziell etwas größer gewählt, weil ich möchte meine Anlage irgendwann mal erweitern und deswegen, vielleicht sind die etwas überdimensioniert, aber auch hier wird in dem Sinne nicht wirklich etwas heiß. Ja, damit gleich keine Fragen kommen, kurz zur Erläuterung, was ist ein Wechselrichter? Das Ding mit den Zahlen ist ein Wechselrichter und das daneben, das ist der Laderegler, der die Batterien wieder füllt. Und verdrahtet habe ich es ganz einfach, das sieht man hier, LR für Laderegler, Solar für Solar, klar die Paneelen und WR für den jeweiligen Wechselrichter. Das Ganze in Aktion schafft also bei mir maximal momentan 250 Watt, wird aber noch erweitert. Ja, dort unten sieht man so kleine Pinöpel dran, das ist meine Notbeladung, also nehmen wir mal an, ich kriege absolut keine Sonne rein und die Batterien, die streiken schon oder sind schon kurz vor Ende, dann kann ich quasi an den unteren Teilen dran gehen und kann dort Strom quasi von einem regulären Ladegerät wieder einspeisen. Ich hoffe, ich habe es nicht nötig, aber man weiß ja nie, hier sieht man ja schön, also eigentlich flackert total blöd, aber ja gut, mehr besser kriege ich es mit der Kamera jetzt nicht hin. Aber doch, ich bin eigentlich zufrieden, was es einspeist. Zudem habe ich auch noch mir quasi eine Art Strom, was nehme ich vom Haus, von der Haussteckdose, was nehme ich momentan von der Solarzelle. Und das kann ich ganz bequem oben auf meinen Schreibtisch abrufen. Und hier momentan sieht man knapp 70 Watt, die ich rein aus der Solarenergie raushole, läuft momentan im Grunde meine ganze Bude. Ja, zum Schluss möchte ich mich einen ganz herzlichen Dank an Lars und dem Discord-Chat, denn ohne diesen Chat und ohne Lars, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich wahrscheinlich nie so weit an diese Anlage gekommen oder hätte jeweils Bock darauf bekommen. Also tipptopp, Daumen hoch für den Discord-Chat und auch den lieben Lars und damit gebe ich hiermit einfach mal zurück ans Hauptstadtstudio nach Lars. Wenn auch du eine interessante Solaranlage hast, die du auf meinem Kanal vorstellen willst, dann bitte nimm Kontakt zu mir auf youtuberlars01@ok.de. Schreib mir eine E-Mail, dann machen wir alles aus. Ich stelle die Anlage gerne vor und verlinke deinen Kanal. Vielleicht bekommst du so auch mehr Abonnenten. Ich wünsche es dir auf jeden Fall. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr auch dieses Mal bei der Solarshow dabei wart. Hat mich sehr gefreut.
Bis zum nächsten Video, euer YouTuber Lars. Ciao, ciao.